hab das gebastelt und die Hase gemacht und ich stand und das geknickt und gar nichts gemacht. Und das Osterhase hat mir das Ganze gegeben. Das war der Osterhase. Da unten sind noch Eier. Guck. Hey. Diese bunte sind Eier. Guck mal, wie viel Hase ich habe. 1, 2, 3, 4. Und die Lehrerin hat gesagt, ihr müsst ein Bild malen, der gut zum Ostern ist. Und dann habe ich eine Wiese gemacht, da drauf sei zwei Blumen und ein Ei. Und die Lehrerin hat gesagt, wer schön ein Ei malt, der kriegt Stickers und eine Klammer, dass er das Überraschung zuklammern kann. Und dann bin ich gegangen und dann hat die Lehrerin mir zwei Stickers gegeben, weil das so schön war. Und dann noch eine Klammer, so ein Klammer. Dann habe ich das zugemacht und da drin steckt ein Klein. Und jetzt mache ich die Klammer auf. Gucken wir mal, was da rein ist. Und da drin steckt ein kleiner süßer Küken. Und da hat die Lehrerin gesagt, wer einen schönen Ei macht und ein Hase, der kriegt Schokoladen. Und ich habe einen schönen Oster Hase gemacht und dann habe ich Schokoladen gekriegt und da sind die Schokoladen. Eine lange Eisstange und das ist ein Schokololli und zwei Ostereier und noch ein kleines Kübchen, das ein Mädchen ist. Und das habe ich fürs Essen gekriegt. Und das ist der Hase. Und jedes Kind hat das bekommen und noch diese Schokoladen. Eins die Lollistange, eins diesen Kügelchen und eins die Eier. Und zwar gab das Blau und einen pinken Lolli. Die Jungs haben den Blauen gekriegt und die Mädchen haben den Pinken gekriegt. Und es war Küken, ein Jungküken, Jung und Mädchen. Und die Mädchen kriegen wieder ein Mädchenküken und kein Jungküken. Und die Jungen kriegen ein Jungküken und kein Mädchenküken. Dann kriegt man zwei Eier. Die Lehrerin hat schneller, weil die Lehrerin. Und wir haben Ferien und ich wünsche euch eine erholsame Ferien und wir haben auch Ferien und wir machen auch was vieles. Es ist gemeinsame Familienzeit, hoch ist keine Schule mehr. Hoppel. Hoppel ist ein kleiner Hase. Hoppel ist braun. Hoppel ist ein Netz in einem Netz. Ein
einem. Hoppel ist ein Hase. Hoppel ist ein kleiner Hase. Hoppel ist braun. Hoppel ist in einem Netz. Er hat 5 bunte Eier. Male Hoppel im Netz. Das ist ein kleiner Hase. Da unten. Das ist der Hoppelhase. Und das ist ihr Netz. Er hat 5 Eier gelegt. Und der ist braun. Und ich habe ihn gefärbt und ich habe ihn selber gemalt. Warum machst du das? Das ist Ostern, wir feiern gar kein Ostern. Wir sind Muslime, aber das ist Jule. Ich muss das machen. Ich habe auch dieses Buch gekriegt. Da steht das schönste Ei der Welt. Das ist Pünktchen. Das ist ein Hahn und der hat Punkte. Und der sitzt auf einem Stuhl. Das ist Feder hat die tollsten Kamm. Den tollsten Kamm. Das ist Latte. Latte hat die tollsten Beine. Wer das schönste Ei legt, wer das tollste Ei soll werden zu Königin. Das ist Pünktchen Ei. Tolle. Ein großes Ei gelegt. So ist Feders Ei. Der ist dick und fit. Tolle. Das ist Lattes Ei. Er ist viereckig. Wer wird den Mali. Guck, ich habe Hahn gemalt. Ich habe große Hahn gemalt. Er hat die längsten Beine, er hat die tollsten Punkte und er hat das schönste Kamm. Die alle drei werden zur Königin. Das ist ein Ei, den habe ich selber gemalt. Und das ist noch ein Ei. Jetzt ist das Buch zu Ende. Bei uns ist Ostern, darum haben wir von der Leiterin diesen Blatt gekriegt. Und da steht Das bei uns ist Ostern. Das Blatt haben wir von der Leiterin gekriegt. Und ich muss was mitbringen. Und was willst du mitbringen? Ich liebe Salami und darum nehme ich mit Salami. Dann haben wir ein gemeinsames Frühstück. Ich weiß nicht, wann ihr das habt und was macht.
Ich weiß nicht, wann ihr das habt und was macht ihr da? Jeder Kind hat einen Zettel gekriegt und ich habe einen Zettel gekriegt, da steht, ich muss Salami mitbringen, ich liebe Salami. Ja. Und weißt du, was die anderen Kinder mitbringen? So. Und wir hatten auch letztes Jahr, wenn wir Erstklässler waren und Zweitklässler, auch so ein gemeinsames Frühstück. Es war schön. Und was bringen die anderen Kinder mit? Sie bringen Tomaten oder Trauben oder eine Äpfelschorle oder Brot oder was auch immer. Und weißt du, ist das schön da oder nicht schön? Das ist ganz schön, wenn man gemeinsam Frühstück hat. Ja, finde ich auch. Findest du das auch schön mit Familie oder so mit der Schule? Mit der Familie und mit der Schule, beides liebe ich. Was mehr? Mit Familie. Ja. Weil Familien mehr schön sind als Schule. Schule sind doch keine Kinder oder so. Alhamdulillah sind wir Muslim und wir sind eine ganz komplette Familie und das ist sehr schön. Und das ist sehr schön, wenn man immer mit der Familie irgendwo in den Park geht und ein Picknick macht. Zusammen. Ja, finde ich auch. Das ist sehr schön, mit der Familie mal draußen zu gehen an der frischen Luft. Ist es auch bei dir so schön? Ja, das ist voll schön. Dann kriegt man Luft und dann kriegt man noch Ernährung, dass man wachsen kann. Ja. Oh, das ist Abend. Wir müssen Zähne putzen und ins Bett gehen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss. Ja, tschüss. Fima Nila.